So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse. Es ist Montag, der 17. Juli 2023 und gemeinsam mit XTB wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Nach dem vergangenen Wochenschluss, der war jetzt ein bisschen, naja, holprig kann man nicht sagen an der Stelle. Wir sind sicherlich etwas steil gegangen nach den CPIs. Vergangene Woche am Mittwoch bereits, im S&P 500, auch im Nasdaq 100 auf der Oberseite. Und so wirklich Risikoappetit kam jetzt in den Wochenschluss nicht mehr auf. Interessanterweise, und da wollen wir den Ball aufgreifen, weniger auf den S&P schauen, weniger auf Nasdaq oder DAX schauen, sondern eher auf Bitcoin schauen. Nach den Ripple News und dem Versuch in Bitcoin über 31.500 Dollar zu brechen, hat es eine, nennen wir sie mal, etwas aggressivere Rejection gegeben. Kein Fall unter die 29.500, das ist unser Schlüssellevel, aber wir handeln jetzt im Bereich der unteren Konsolidierungsregion. Das Interessante ist, das ist ein Bereich, gegen den könnte ich mir vorstellen, dass es mit ersten kleinen Positionen long vielleicht ganz interessant ist, die man dann aufstockt, sofern ein Bruch über 31.500 Dollar stattfindet. Jetzt kommt aber ein Aber, besonders beim Blick wiederum auf einen Einzeltitel, nämlich Coinbase, die Aktie, die ist auf die höchsten Stände seit letztem Jahr im August gestiegen, glaube ich, war es am vergangenen Freitag. Könnte es sein, dass wir hier vielleicht vor dem Hintergrund des etwas über den anmutenden Modus etwas vor einem Rücksetzer stehen, also einen Rücksetzer einkalkulieren sollten. Und der wiederum, der würde natürlich begünstigt werden durch einen Bruch aus dieser Konsolidierung, wenn auch für mich überraschend und ausgehend von meiner Einschätzung eher ungünstig, aber einen Break eben aus der Range auf der Unterseite, der dann auch Coinbase zurück unter 100 Dollar treiben könnte. Da werfen wir in den folgenden Minuten einen Blick drauf. Bevor wir offiziell starten, natürlich wie gewohnt der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lasse sich dann auf xtb.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet, sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen, vollständiger Risikohinweis, findet ihr auf xtb.com/de. Darüber hinausgehend, gerne für weitere Rückfragen den Kundensupport von XTB börsentäglich kontaktieren. Auch im Hinblick beispielsweise auf Kontoeröffnungen, Fragen rund um die X-Station und dergleichen. Wichtig im Zusammenhang mit meiner Person an dieser Stelle, alles, was ich hier präsentiere, ist rein edukativ, ist rein informativ, ist also nicht als Anlageempfehlung misszuverstehen, bitte. Sind Gameplans, Gedanken, wie ich die Märkte aktuell sehe, wie ich mir vorstellen könnte, die Märkte zu spielen. Aber wie gesagt, rein informativ, rein edukativ, das kann man gerne für seine Zwecke nutzen, aber bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen. XTB als Broker hinter diesen Webinar, CFD-Broker des Jahres 2023, die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier in der Mitte aufgelistet, findet ihr auf der Webseite natürlich und sind hoffentlich auch der Grund, dass ihr für XTB bei der Online-Broker 2023-Wahl vom Broker-Vergleich abstimmt, QR-Code gerne scannen und tolle Preise gewinnen an dieser Stelle. Also XTB würde sich über die Stimme freuen. Ein Grund, der dazu beitragen könnte, für XTB abzustimmen, ist sicherlich die X-Station an dieser Stelle, auf die wir jetzt einen Blick werfen wollen und wo wir entsprechend einen Blick werfen wollen, eben auf den Bitcoin-Chart. Noch einmal ganz kurz zur Erinnerung, was letzte Woche passiert ist mit Ripple auf der Oberseite. Wie gesagt, wir haben diesen Drive, wir haben diesen Push hier zu sehen bekommen, aber diesen fehlgeschlagenen Ausbruch, wir waren nicht in der Lage, oberhalb des Ausbruchniveaus zu halten und sahen dann eben den härteren Rücksetzer in diese Range hier. Das ist diese zweite oder diese, den Aufwärtsimpuls kommt. Komplett negierende, rotfarbene Kerze an dieser Stelle und konsolidieren es im Bereich der unteren Range-Begrenzung. Also in der Tat habe ich im Vergleich zur Vorwoche an diesem Chart hier nichts groß verändert. Was wie gesagt somit also bleibt, ist, wir haben einen initialen Aufwärtsdrive zu sehen bekommen. Der wurde getragen durch BlackRock und die Ankündigung, einen Bitcoin-ETF aufzulegen. Der konnte, selbst als es dann hieß, die sind unzureichend, die eingereichten Daten und so weiter seitens der SEC, der konnte an dieser Stelle gehalten werden, dieser Impuls. Wir haben infolgedessen gegen die 29.500 kontinuierlich Käufer reinkommen sehen und oberhalb von 30.000 gehalten. Und jetzt handeln wir genau in dieser Region. Und die Idee, die wir jetzt hier an dieser Stelle formulieren wollen für unsere Zwecke, für unser Trading,
ist, dass wir sagen, wir würden jetzt hier eine erste kleine Long-Position gegen diesen Bereich eben aufbauen. Was wäre klein, wenn ich planen würde, jetzt mal eine Zahl reingeschmissen, ein Bitcoin zu kaufen, insgesamt auf einen Breakout höher, dann würde ich vielleicht einen halben Bitcoin hier in diesem Bereich, vielleicht 30% meiner Initialposition gegen diese untere Range-Begrenzung kaufen, würde den Stop setzen unterhalb dieses Übertreibungstiefs, was wir hier auf diese News zu sehen bekommen haben. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennt, weil das doch recht klein ist. Also diese Kerze war es hier. Das war die Ankündigung der SEC, dass die Daten, die BlackRock, der Vermögensverwalter, eingereicht hat, dass sie unzureichend wären. Das wäre das Tief, gegen das ich mich hier long positionieren würde. Und dann würde ich mich mit Bruch über die 31.500, sollte dieser stattfinden, weiter auf munitionierend entsprechend long positionieren. In Erwartung eines Breaks dieser Konsolidierung auf der Oberseite und projizierten Kursziel im Bereich 36.000, 37.000 Dollar ungefähr auf der Oberseite. Das, wie gesagt, das aktuelle Play in Bitcoin. Mögliche Treiber, die dazu beitragen könnten. Ich sehe heute erstmal keinen. Ich meine, natürlich sehen wir immer so ein bisschen auf die Makrofront. Es könnte sein, dass irgendwelche News rund um Bitcoin-ETF, rund um, ich weiß es nicht, Coinbase oder Binance oder über den Ticker laufen, die in irgendeiner Form Bullishness, aber auch Bearishness natürlich triggern. Das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ein Makrotreiber auf jeden Fall, der hier relevant sein könnte, da klicken wir in der Excel oben auf den Kalender, haben wir morgen angemarkert, heute sehr dünn, also heute keine wirklichen News, mit Ausnahme vielleicht der chinesischen BIP-Zahlen, die unter der Erwartung veröffentlicht worden sind, das war jetzt allerdings nicht wirklich marktbewegend, meiner Einschätzung nach. Morgen haben wir die Einzelhandelsumsätze, die aus den USA veröffentlicht werden, könnte durchaus ein Trigger sein, deswegen, weil dem einen oder anderen sicherlich bekannt ist, dass der Einzelhandel in den USA eine große Rolle spielt. Einzelhandel macht 30-35% des Bruttoinlandsproduktes aus und infolgedessen wäre natürlich ein Print, der zum Beispiel unter der Erwartung reinkäme, durchaus in der Lage, wieder Spekulationen anzufachen, dass die Fed dann nach maximal noch einem 25-Basispunkt-Zinsschritt jetzt im Juli, nächste Woche Mittwoch, dann keine weiteren Zinsschritte mehr auf den Weg bringt, der Zinsanhebungszyklus zum Ende kommt und dann eher Zinssenkungen sogar ein Thema werden. Was etwas ist, wovon Bitcoin beispielsweise natürlich profitieren könnte und ein bullischer Breakout sich hier herauskristallisieren könnte. So, jetzt zu meinem Play, beziehungsweise zu meinem Fokus. Ich hatte am Freitag, hatte ich kurz überlegt, in Coinbase mich zu positionieren, also in einer Aktie, Kryptobörse, die stark positiv korreliert ist zu Bitcoin und die jetzt jüngst hier einen sehr, sehr scharfen Run gesehen hat, besonders hier diese Beschleunigung, das war vergangene Woche am Donnerstag auf die Ripple News. Und diese Beschleunigung, die wir hier auf der Oberseite zu sehen bekommen haben, die hat Squeeze-Potenzial gehabt, denn die Aktie, wenn man sich mal so ein bisschen die sogenannten Fundamentals anschaut, da wird man feststellen, das sind über 20%, also leicht über 20,5% der umlaufenden Aktien seitens institutioneller oder auch Hedgefonds geschortet. Und demnach, wenn die eindecken müssen, weil wir erinnern uns dran, Ripple wird nicht als Wertpapier eingeordnet, also zumindest nicht für Privatanleger, das ist eine Niederlage für die SEC. Die SEC-Klage von, und das war hier der Grund damals für diesen Mini-Ausverkauf, das war Anfang Juni, der uns nochmal in Richtung noch unter 50 Dollar die Aktie geführt hatte. Die SEC sagte, Coinbase bietet Finanzprodukte an oder Assets, Kryptos auch, die an dieser Stelle keine Zulassung hätten, weil sie als Wertpapiere gelistet zu sein haben, aber dafür keine Zulassung besteht. Und genau das ist eben dann der Punkt jetzt, wenn man das auf den Ripple-Case anwendet, dass man sagt, naja, wenn Ripple kein Wertpapier ist, dann ist davon auszugehen, neben natürlich jetzt auch anderen Argumenten, die man ins Feld führen könnte, im Hinblick auf Coinbase, Börsenzulassung seit 2021, da ist der IPO im April stattgefunden, hat auch die SEC drüber geguckt, da wird die schon gewusst haben, was bieten die Finanzprodukte an. Und wenn sie da Zweifel hat, dass dafür eine Zulassung besteht, dann würden die nicht das Go für ein IPO geben beispielsweise. Also da gibt es diverse Gründe, sehr, sehr skeptisch im Hinterzuschauen. Aber Fakt ist nochmal, das ist eben etwas, was stark kurstreibend für Coinbase wirkt an der Stelle, was diese Explosion nach sich gezogen hat. Und ich hatte überlegt, mit dem Bruch über die 114 war es, das waren ungefähr die Tageshochs, die sich nach den ersten 15, 20 Handelsminuten ausgebildet hatten, einen Long Trade auf den Weg zu bringen. Der hat nicht stattgefunden. Also der wurde nicht getriggert. Ich habe die Order dann gelöscht. Habe den Kursverlauf natürlich weiter beobachtet und ich habe festgestellt, das sieht zunehmend jetzt toppisch aus. Und es könnte sein, dass wir kurzfristig, also wenn ich insgesamt für Coinbase eigentlich einen eher positiven Case zeichne, aber dass wir kurzfristig vor einem Rücksetzer stehen. Und die Relevanz, da dürfte der Bereich um die Tiefs von Freitag, der Intraday-Tiefs liegen, das ist ungefähr der Bereich hier, so ungefähr um die 101 Pi mal Daumen, wo meine These jetzt gerade in die Richtung geht, dass ich sagte, sobald wir unter diese Tiefs fallen und unterhalb dieser Tiefs halten, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir einen Rücksetzer unter 100 Dollar zu sehen bekommen. Gefilde vielleicht um 95, mal gucken, vielleicht die
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt die Ausgangsregion hier wirklich nehmen sollte. Vielleicht den ersten Impuls auf die Ripple News. Das war hier von Donnerstag. Region, dann war doch bei ungefähr 95 Pi mal Daumen. Ja, 95, vielleicht ein Stück höher, 96 in diesen Gefilden. Also Fakt ist auf jeden Fall, die Tiefs von Freitag, nach dieser Reaktion, nach dieser Übertreibung und dem Scheitern hier an der Region um 115 Pi mal Daumen, auch die übrigens eine hohe Relevanz. Hier kann man erkennen, im Chart, dieser Spike, der da stattgefunden hat, der ist aus dem August von vor einem Jahr. Das ging Hand in Hand auch mit einer BlackRock-News, nämlich dass Coinbase und BlackRock planen zu kooperieren im Hinblick auf eine Handelsplattform für Institutionelle, nämlich die sogenannte Aladdin-Plattform, wo wir jetzt einen Widerstand gefunden haben. Auch damals, wenn man das zum Beispiel aus anderen technischen Perspektiven, Keltner-Kanal und dergleichen sich anschaut, hatten wir eine Überdehnung, die dann einen Rücksetzer nach sich gezogen hat, wobei natürlich das Umfeld ein anderes war. Der Bias insgesamt, Krypto-Winter und dergleichen rund um FTX, das war anders. Es war einfach bärischer. Demnach wäre ich jetzt hier nicht, würde ich nicht davon ausgehen, dass wir hier vor einem nächsten Rücksetzer in Richtung 50 Dollar und tiefer sogar sehen. Aber zumindest mal für kurzfristige Momentum-Plays wäre ein Unterschreiten der 101 durchaus von Interesse. Und das gilt besonders, weil die Earnings-Season, die geht eigentlich dann erst so richtig ab Mittwoch los mit Tesla, mit Netflix, wo wir natürlich hier an dieser Stelle auch entsprechend einen Blick drauf werfen wollen. Happy Trading. Pass auf die Stops auf. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und am morgigen Tag, am Dienstag, hören wir uns dann am 18.07. wieder. Freue mich. Habt euch wohl. Bis dann. Tschüss.